Globalisierung, Klimawandel, Finanzkrise. Wir leben in einer Zeit rapider gesellschaftlicher Veränderungen, die mit tiefgreifenden sozialen Auseinandersetzungen verbunden sind. Diesen neuen Herausforderungen kann mit alten Ordnungsvorstellungen nicht mehr begegnet werden. Am Frankfurter Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen wird untersucht, wie sich Ordnungs- und Normensysteme verändern. Hallo Klaus. Die Sprecher des Clusters, Professor Forst und Professor Günther, wissen, dass sich jede gegebene Norm legitimieren muss. Sie ist Teil einer Rechtfertigungsordnung und deshalb nicht für alle Zeiten gültig, sondern selbst Gegenstand von Kritik und Veränderung. Menschen können viel aushalten. Sie können auch viel ertragen, wenn sie dabei das Gefühl und die Überzeugung haben, in gerechten Verhältnissen zu leben. Wenn ihnen aber Unrecht angetan wird, wenn sie gekränkt und gedemütigt werden, dann stehen sie auf. Dann leisten sie Widerstand oder sie gehen weg. Sie marschieren durch die Wüste oder sie überqueren das Meer und riskieren dabei ihr Leben. Diese Dynamik wollen wir interdisziplinär in unserem Cluster erforschen. Dazu ist der Sitz des Clusters an der Universität Frankfurt am Main der ideale Ort. Die Metropole im Zentrum Europas ist traditionsreicher Ort der kritischen Betrachtung gesellschaftlicher Veränderungen und Drehscheibe des modernen Kapitalismus zugleich. In diesem Spannungsfeld arbeitet der Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen. Die für die Frankfurter Tradition charakteristische Verbindung von Philosophie, Sozial- und Geisteswissenschaften mit dem Ziel kritische Analysen der Gesellschaft ist auch für unser Forschungsprogramm prägend. Gleichzeitig bringen wir eine Reihe neuer Fragen, Methoden und Perspektiven ein, insbesondere was die historische Dimension der Herausbildung normativer Ordnung angeht. Wir wollen damit ein international sichtbares Netzwerk geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung etablieren, das vor allen Dingen jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler motiviert, nach Frankfurt zu kommen. Gleichzeitig wollen wir mit unseren Forschungsergebnissen auch an die Öffentlichkeit gehen, in Form von Vortragsveranstaltungen oder internationalen Kongressen und damit auch die Tradition der Frankfurter Bürgeruniversität wiederbeleben. Die gemeinsame Thematik wird durch den Cluster in 4 Forschungsfeldern bearbeitet. Diese befassen sich mit den Konzeptionen von Normativität, der Geschichtlichkeit normativer Ordnungen, transnationaler Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden sowie der Herausbildung von Rechtsnormen zwischen den Nationen. Heute wird eine Konferenz vorbereitet. Die Vertreter der einzelnen Clusterschwerpunkte koordinieren ihre Beiträge. Ja, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Vielleicht, Frau Deidelhoff, wenn Sie anfangen, uns zu berichten, was sich das Forschungsfeld 3 dazu bisher überlegt hat. Ja, wir beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit den Herausforderungen, die eben die Globalisierung für unser Verständnis von Demokratie, Frieden und Gerechtigkeit stellt. Und wir können ja in vielfältigen Prozessen einfach sehen, wie Globalisierung auch unsere normativen Ordnungen unter Druck setzt. Wir beschäftigen uns mit den westlichen Medien und lokalen Medien in Afrika. Und was uns interessiert, sind die Deutungsmuster dieser Normen, die lokal stattfinden und die Wechselwirkung mit Europa. Ich denke, es ist besonders wichtig, die spannungsvollen Beziehungen zwischen unterschiedlichen normativen Ordnungen aus postkolonialer Sicht zu thematisieren. Und mein Schwerpunkt wäre es, die Beiträge von Feministen zu diesem Diskurs auszuarbeiten. Normativität muss in historische Analyse eingebettet werden. Nur so ist die Differenzierung möglich. Das liegt uns am Herzen und da möchten wir reagieren. Ja, vielen Dank. Dann haben wir alle Themen zusammen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ein international besetztes Team von über 30 Principal Investigators inklusive 10 neu berufenen Professorinnen und Professoren bringen im Cluster ihre herausragende Expertise ein. Ein entscheidender Aspekt des Clusters ist die Stärkung des Forschungsnachwuchses. Eine große Zahl junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeitet im Cluster zu den verschiedenen Projekten in Arbeits-, Nachwuchs- und Doktorandengruppen. Frau Professor Deitelhoff koordiniert das Nachwuchsprogramm. Hier besteht viel Freiraum für eigene Forschungsarbeiten und eine hervorragende Möglichkeit, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Wir verfolgen eine umfassende Nachwuchsstrategie, die Studierende, Promovierende und Postgraduierte umfasst. Der institutionelle Kern des Ganzen ist das internationale Graduiertenkolleg, das alle Doktoranden, die sich im Cluster befinden, integriert. Wir haben generell alle Juniorprofessuren mit einer langfristigen Perspektive ausgestattet und auch auf Ebene der Nachwuchsgruppenleiter und Stipendien bei Postgraduierten haben wir die akademische Selbstständigkeit erheblich ausgeweitet. Davon profitiert auch Sagine Subasi-Pilz. Die Bedingungen hier in Frankfurt am Exzellenzcluster sind wirklich ideal, weswegen ich sehr froh bin, dass ich hier bin. Insbesondere die Interdisziplinarität und der internationale Austausch, das wird hier sehr gefördert,
was mir die Möglichkeit gibt, wirklich auf hohem Niveau mich mit wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Die Frankfurter Wissenschaftler des Clusters Herausbildung normativer Ordnungen sind unterwegs zu einem neuen Raum, in dem sich ihr Denken und Forschen entfalten kann. Unser Cluster untersucht nicht nur die Herausbildung normativer Ordnungen, sondern er bildet sich auch selbst als eine solche heraus, unter anderem auch für alle sichtbar. Ja, ein wichtiger Schritt ist dabei unser Cluster Neubau, der 2011 fertiggestellt sein wird. Und das wird ein Laboratorium für die Geistes- und Sozialwissenschaften sein. Dort verfügen wir über ideale Bedingungen, um die Herausbildung normativer Ordnungen interdisziplinär zu erforschen.